Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder eine Heldin, wieder eine Frau neben mir sitzen. Richtig geil, ich freue mich super, dass sie da ist. Ich kenne sie seit über einem Jahr. Ich habe sie auf einem Seminar kennengelernt und Nathalie ist Doktorandin in Düsseldorf an der Uni, hat die Startup-Schule gegründet und was sie genau macht, das wird sie euch jetzt erzählen. Vielen lieben Dank, Nathalie, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Auch, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ich freue mich total. Und danke auch, dass ich Heldin bin, dass du mich als Heldin siehst. Das finde ich richtig toll. Absolut, weil die Nathalie ist echt eine große Inspiration auch für mich und ist es für ganz, ganz viele andere. Sie hat auch einen Podcast, Startup-Schule. Genau. Könnt ihr auch mal reinhören, ist richtig, richtig cool. Ich verpasse da immer keine Folge, können wir auch nachher direkt in die Shownotes machen. Erzähl mal, wo kommst du her? Was machst du? Also, wie du schon gesagt hast, ich bin in Düsseldorf. Ich studiere, nein, ich studiere nicht. Das hört sich immer so an, das ist Promotionsstudentin. Ich promoviere an der Heinrich-Heine-Uni und zwar im Bereich Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich interviewe Schülerinnen und Schüler und schaue, inwieweit unternehmerisches Denken und Handeln schon im Kindheits- und Jugendalter vorhanden ist, ob da der Grundstein gelegt dafür. Das ist so meine Forschung. Dann mache ich den Podcast, genau, da fließt so ein bisschen die Forschung mit rein, aber auch eben die praktische Erfahrung, die ich jetzt durch mein zweites Startup gerade erlange und gebe das alles so ein bisschen weiter in den Podcast und ja, was da alles noch kommt, da bin ich ganz gespannt, da bin ich offen und genau, wie du sagst, ich mache auch viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wir haben uns ja auf einem sehr tollen Seminar vor einem Jahr kennengelernt und lebe in Düsseldorf, arbeite in Düsseldorf, bin auch waschechte Düsseldorferin. Ja, sehr cool. Woher kam bei dir denn dieser Entrepreneurship-Gedanke? Das war eher so ein bisschen passiv. Also es war gar nicht so, dass ich danach gesucht habe. Irgendwie jetzt zum Beispiel manche Leute sagen, ja, hey, ich will irgendwas gründen, ich brauche unbedingt eine Geschäftsidee, ich habe Lust, mich mit was selbstständig zu machen. Das war bei mir gar nicht so. Mir kam, das hat mich so gefunden. Also ich war tatsächlich so, dass ich mit meinem Bruder zusammen eine ganz coole Idee hatte, beziehungsweise wir hatten damals die Idee, meine Mama so ein bisschen mit anderen Menschen zusammenzubringen und da habe ich meine erste Geschäftsidee gehabt. Das war aber erstmal nur so eine Idee, lass doch mal eine Annonce in der Zeitung machen und eine Freundin suchen, die irgendwie mit ihr Fahrrad fährt. Meine Mutter fährt so gerne Fahrrad, hatte damals aber keine Freundin, die auch gerne Fahrrad fährt und dann haben wir gesagt, machen wir das doch mal. Und dann ist eben das erste Startup entstanden, weil irgendwie hatte mein Bruder dann die Idee, hey, sollen wir das dann nicht mal irgendwie als Plattform anbieten? Und dann habe ich gesagt, ja, das passt doch. Und dann kamen immer mehr Leute und sagten, die Idee ist cool, kann ich da auch meinen Onkel anmelden? Und dann ist so die Idee für Friendsam entstanden. Friendsam gibt es heute aber nicht mehr. Aber es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, aus Ideen kann auch mehr werden, ne, wenn man ein bisschen dranbleibt. Und dann habe ich damals noch im Masterstudium habe ich auf dem Campus einen Stand gesehen von einem Gründungswettbewerb, von einem Businessplanwettbewerb und habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst, habe da mitgemacht und habe dann tatsächlich auch einen der ersten Plätze gewonnen. Wahnsinn. Und dann ist es so weitergegangen und dann war ich auf einmal mittendrin in dieser Startup-Szene, habe mich da weitergebildet, vernetzt und ja, wie gesagt, keine aktive Entscheidung, aber ich bereue nichts, also war echt ganz, ganz toll. Sehr geil. Das ist ja eigentlich auch eine total coole Idee, eben sich nicht die Geschäftsidee zu suchen, sondern eben zu gucken, wo kann ich denn zum Beispiel ein Problem lösen, wie du das gemacht hast bei deiner Mom, zu sagen, sie sucht jemanden, der mit ihr zum Beispiel Fahrrad fahren geht, ja. Was ist denn aktuell am Markt, was gibt es denn vielleicht auch nicht? Ganz genau. Und das auch aus einer Herzensangelegenheit, die eigentlich entstanden ist. Ganz genau. Und wenn du mich fragst, sind das auch so die erfolgreichsten Gründungen? Oder zumindest die Gründer, die so herangehen und sagen, ich möchte irgendwas machen, was anderen einen Mehrwert schafft. Ich mache das jetzt nicht einfach, weil ich sage, hey, ich brauche da was, womit ich Geld verdienen kann und das auch noch möglichst schnell, sondern die Ideen, die wirklich ja, hinterher irgendwie den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das sind die Gründungen, die Gründung jetzt vielleicht nicht, Friendsam hat ja auch nicht funktioniert aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Aber die Gründe, also ich als Gründerin, ich weiß, dass ich meinen Weg als Gründerin weitergehe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel einmal gescheitert bin. Mhm. Und all das, was ich tue, mache ich aus einem tiefen Bedürfnis heraus, einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen. Ja. Siehst du es wirklich als Scheitern? Dein erstes Startup? Das ist echt eine gute Frage. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Ist es absolut gar nicht. Also das war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich da machen durfte. Und hinterher
ja, war es auch irgendwie so, das war ja eine Online-Plattform. Ich habe selber nie programmieren gelernt. Mhm. Und das war klar, in dem Bereich werde ich selber gar nicht so richtig weit das Ganze vorantreiben können. Das Geschäftsmodell ist auch nicht richtig aufgegangen. Mhm. Und ich weiß, habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, die ich jetzt heute anders mache. Ich habe halt das einmal so gemacht und den Fehler von damals würde ich nicht nochmal machen. Mhm. Das heißt, diese erste Gründung war so die Grundsteinlegung für alles Weitere, was jetzt kommt. Ja, und dann halt auch so ein bisschen der Türöffner für meine Doktorarbeit. Damals am Lehrstuhl haben sie jemanden gesucht, der auch Gründungserfahrungen hat. Mhm. Das heißt, das hat mir das wieder eröffnet. Da passiert, das sage ich auch immer allen Menschen, die so sagen, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Soll ich das und das jetzt machen? Ich sage immer, mach einfach, weil egal, dass diese Gelegenheit hat sich dir jetzt offeriert und irgendwann wird sich zeigen, warum. Ja. Und auch wenn das nicht klappt und das vielleicht eine Sackgasse ist, dann wird sie dir was zeigen, dann wird sie dir was lehren. Krass. Also es ist auch total schön zu sehen, wie du sagst, also im Prinzip, wenn eine Tür zugeht, geht ja eine andere auf. Ganz genau. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen Angst haben vor Selbstständigkeit. Mhm. Ist das bei dir auch so? Also es ist nicht bei dir persönlich, sondern gerade in deinem Umfeld, dass viele auf dich zukommen und sagen, hey, wie mache ich es denn? Und ich habe da eigentlich Angst davor. Mhm. Absolut. Also ich würde mal meinen, jeder, der sich selbstständig macht, der gründet, wird irgendjemand im Umfeld haben, vorerst noch, der sagt, hey, was machst du da, warum machst du nicht irgendwie was Anständiges, warum gehst du nicht einfach in ein großes Unternehmen oder so? Und tatsächlich gebe ich mich manchmal noch so diesem Gedanken hin, mein Gott, warum machst du es dir denn so schwer? Weil es ist halt auch manchmal echt ein harter Weg. Aber ich würde es für kein Geld der Welt eintauschen, weil es so erfüllend ist. Wenn du das gefunden hast, was du richtig gerne machst, dann springst du morgens aus dem Bett. Und ja, deswegen, also ab und an gibt es schon noch so diese Zweifel. Ich kann auch die Menschen verstehen, die sagen, das ist absolut nichts für mich, weil du brauchst ein bisschen Risikoaffinität. Du weißt nicht, was kommt. Du weißt auch manchmal nicht, gerade im Bereich Gründung, du testest vieles einfach erst aus. Und wenn das nicht klappt, dann hast du vielleicht auch ja, schon ein bisschen investiert. Aber das sage ich auch immer, du kannst ganz lean anfangen, du kannst ganz schlank anfangen. Also ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Lean Startup von Eric Ries, das kann ich nur empfehlen, das ist so cool. Da wird halt wirklich aufgezeigt, dass du mit ganz, ganz wenigen Mitteln schon etwas aufbauen kannst. Und das zeigt wiederum, dass du gar nicht so große Angst haben musst. Du kannst nicht tief fallen. Ja. Also kannst dich nicht, da kannst du natürlich auch, wenn du dir jetzt irgendwie was Hochtechnologisches machst und da Millionen rein investierst und dann funktioniert das nicht, aber das macht man in der Regel ja nicht. Also wie bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe dann Crowdfunding jetzt gemacht, also eine alternative Finanzierungsform und da ist das Investment dann, das eigene Investment meistens relativ gering. Also so große Angst braucht man heutzutage als Gründer gar nicht mehr zu haben. Ja. Und du hast jetzt gerade die Crowdfunding-Kampagne angesprochen für dein Herzensprojekt. Ja. Vielleicht magst du kurz erzählen, was ist dein Herzensprojekt und wie kamst du dazu und was machst du da genau? Ja, total gerne. Also mein Herzensprojekt ist CapsKeeper. Ich spreche jetzt so, ich bin das noch so gewohnt von der Crowdfunding-Kampagne. Da musste ich ja dann die Verbindung zu den Menschen aufbauen. Das habe ich auch gerne. Das darfst du gerne machen zu unserer Community. Die sind nämlich super. Genau. Und zwar ist CapsKeeper ein Zeitkapsel-Service früher. Da gab es Zeitkapseln, so große Brecher, die wurden dann befüllt mit irgendwelchen Dingen, die man für die Nachwelt aufbewahren wollte. Und was wir anbieten, sind halt schön designte Zeitkapseln, die sozusagen symbolisch befüllt werden mit verschiedensten Dingen, mit Lebensmomenten, mit Erinnerungsstücken, mit Briefe an das zukünftige Ich, mit all dem, was du aufbewahren willst, dann wird es versiegelt, an uns zurückgeschickt und du kriegst die Kapsel dann in der Zukunft zu dem von dir gewünschten Zeitpunkt zurück. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt gerade so vor Silvester, kannst du deine Ziele aufschreiben für das nächste Jahr und anstatt sie dann in irgendein Buch reinzuschreiben, was dann vielleicht zu Hause verloren geht oder ja, dieses Commitment ist natürlich auch nicht so groß, wenn du dann das Buch da liegen hast und dann auch vielleicht mal reinguckst wieder zwischendurch. So ist halt, wenn du das dann ein Jahr später vor Silvester dann 2019 wieder kriegst, ist die Überraschung groß und du kannst halt auch wirklich gucken, was du erreicht hast und das ganze Jahr dann über hast du immer im Hinterkopf, boah, ich habe da eine Zeitkapsel und das treibt dich ja natürlich auch an, ne? Ja. Aber auch für Hochzeiten, also wenn du zum Beispiel sagst, der Tag geht eh viel zu schnell rum, und das ist alles wuselig und du kannst da irgendwie nochmal Wünsche von der Hochzeitsgesellschaft reintun oder dein Eheversprechen, dann kriegst du das halt im Jahr darauf wieder oder vielleicht erst in 18 Jahren, also es soll auch längerfristig irgendwann möglich sein. Ja. Das ist einfach dann toll, wenn du diese Gefühle, die du damals erlebt hast, nochmal aufleben lassen kannst mit dieser Zeitkapsel. Genau, und das ist gerade mein Herzensprojekt. Du hattest ja gefragt, wie ich selbst darauf gekommen bin. Ich habe selber die Erfahrung gemacht,
Erst einmal, also es gibt so eine ganz, ganz persönliche Geschichte, erst einmal tatsächlich, dass ich selber eine Zeit lang so ein bisschen dieses Gefühl verloren hatte für besondere Lebensmomente, also selber irgendwie aufgehört habe, Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Und in dieser Zeit habe ich damals, haben wir mit ein paar Mädels zusammen Silvester gefeiert und ich weiß noch, wir haben uns alle gemeinsam unsere Ziele aufgeschrieben und auch einen Brief an unser zukünftiges Ich. Dann hat eine Freundin gesagt, ich nehme die mit nach Hause, die Briefe, und bringe die dann im nächsten Jahr mit. Das hatte sie natürlich nicht getan und war auch ihr gar nicht vorzuwerfen, weil sie hat sie, glaube ich, in die Gefriertruhe oder so getan. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig, richtig verrückt, die Geschichte. Und ja, im nächsten Jahr hatte sie die dann nicht wieder mitgebracht und danach die Jahre haben wir auch nicht mehr zusammen gefeiert. Und jetzt habe ich ihr letztens geschrieben und sie gefragt, sag mal, hast du das noch? Und dann sagt sie aus, boah, ich muss mal nachgucken. Und ich habe nur gedacht, ich möchte diesen Brief. Ich hatte keine Ahnung mehr, was ich aufgeschrieben habe. Das muss jetzt so 3 Jahre her sein und ich hatte keine Ahnung mehr, was ich aufgeschrieben hatte und das war so cool, als sie dann sagte, ja, ich habe das wiedergefunden und als ich das gelesen habe, ist mir so richtig das Herz stehen geblieben und ich dachte, krass, und diesen Brief hätte ich wahrscheinlich, also wie einfach wäre das, wenn mir tatsächlich diese Kapsel einfach Jahre später zugeschickt worden wäre, dann hätte ich das viel, also das möchte ich anderen Menschen ermöglichen, dass sie eben auch ihre oder diese Gedanken, die sie damals hatten, wieder aufleben lassen können und sich einfach anschauen können, was haben sie damals gedacht, was haben sie sich vielleicht auch für die Zukunft gewünscht und was ist wirklich eingetreten. Und das, was ich aufgeschrieben hatte, ist alles eingetreten. Wow. Ja, das ich richtig gern sagen. Ja, das schuckert mich auch ganz. Ach, das ist so schön. Und wie du gerade auch vorhin gesagt hast, du hattest dieses Gefühl verloren für schöne Momente. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das gerade im Alltag uns allen ganz oft passiert, dass wir gar nicht so dieses Bewusstsein mehr für diese schönen Momente haben, ja, weil wir zum Beispiel immer dem nächsten Ziel hinterherlaufen oder auch immer die Schwierigkeiten sehen, was es alles so schwierig macht. Und da kann ich echt nur empfehlen, einfach mal auch vielleicht sich so eine Zeitkapsel zu holen und wirklich mal zu schreiben, was möchte ich denn eigentlich im Leben, wofür bin ich vielleicht sogar dankbar oder bin ich auch dankbar, oder die vielleicht sogar zu Weihnachten zu verschenken, weil ich finde, es eine mega schöne Idee. Ja. Und das können wir einfach mal in die Shownotes machen, auch mit dem Buch, was du vorhin empfohlen hast. Weil ich einfach glaube, dass es sich total viele gern selbstständig machen möchten, aber einfach wirklich Angst davor haben. Das kann man übrigens auch so eine Zeitkapsel. Ich habe jetzt wieder gedacht, ich habe das mit Lea und Mareike, mit 2 Freundinnen, habe ich das zusammen gemacht. Wir haben uns Ziele für berufliche Ziele aufgeschrieben. Und ich weiß wirklich nicht mehr, jetzt schon nicht mehr, das war vor 3 Monaten, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß nur, dass wir das nächstes Jahr im Urlaub wieder zusammen öffnen wollen und dann gucken wollen, ob wir eben diese beruflichen Ziele erreicht haben. Also du kannst das halt für verschiedenste Dinge anwenden, eben auch als Selbstständiger und vielleicht da auch deine Ängste reinschreiben. Ne? Ich finde sowieso, alles zu Papier zu bringen, wie du das gerade gesagt hast, ist so, so wichtig. Also ob es jetzt Ziele sind, aber ob es auch vielleicht Gedanken sind, um einfach diesen Moment festzuhalten oder eben auch sich, ja, der Gedanken, es gibt ja, ich bin ja Doktorandin, ich muss ein bisschen schlau klingen. Das nennt man auch die Vertiefung der Gedanken. Sobald du etwas aussprichst oder niederschreibst, vertiefst du deine Gedanken. Und du siehst das aus einer ganz anderen Perspektive, kommt von Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist, bitte, liebe Damen und Herren. Bitte in die Shownotes. In die Show. Wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen. Heinrich von Kleist. Ihr blickst. Heinrich von Kleist. Alles klar. Ich weiß, ich habe es mal irgendwo gelesen, aber ich fand das jetzt klug. Das mal. Ja, das hast du super klug gesagt. Ich erkläre das immer so, wenn ich zu viel im Kopf habe, schreibe ich es raus und es ist weg. Das ist auch gut erklärt. Vielleicht, danke. Das notieren wir jetzt und vielleicht zitiert dich dann irgendjemand mal in so 100 Jahren. Ich glaube, das klang ziemlich klug. Okay, weiter geht's. Was mich noch interessiert, also ich habe dich ja auch beobachtet, so das letzte Jahr, und ich weiß, wie du dich entwickelt hast das letzte Jahr. Und ich finde es total krass, zu welcher Persönlichkeit du geworden bist. Also du warst ja damals schon toll, aber ich finde, du bist viel, viel mehr bei dir. Hast du auch selber das Gefühl oder siehst du das? Ist dir das bewusst, diese Reise? Total. Also klar, wahrscheinlich nach außen hin, jemand, der mich beobachtet und mich halt jetzt nicht jeden Tag sieht, der nimmt das noch wahrscheinlich noch eher wahr, aber ich nehme das selber auch extrem wahr und ich bin so, so unglaublich dankbar, dass ich im letzten Jahr eben diese Erfahrung machen durfte mit dir auf einem Seminar und dann eben auch ein neues Umfeld aufgebaut habe, ganz, ganz viele neue Kontakte knüpfen durfte,
das ist so das im Außen, aber auch ganz viel in den Dialog mit mir selbst gegangen bin. Ne? Auch viel, ich habe auch wirklich viel, na klar, auf Instagram und so sieht man immer nur so die Happy-Life-Stunden und so, ne, die ich auf den Seminaren verbringe oder eben mit CapsKeeper die Erfolge. Aber ich habe auch ganz, ganz viel Zeit alleine zu Hause verbracht. Ne? Ganz viel nicht nur konsumiert, Wissen mir angeeignet, sondern das Ganze auch umgesetzt. Ja. Ne? So ganz viel. Es gibt ja auch so diesen schönen Spruch, wenn es außen leise wird, wird es innen laut. Mhm. Und das wollen ganz viele, oder das wollte ich früher ganz oft nicht, dass etwas in mir laut wird. Ja. Und ja, das ist das erste Mal, dass ich über sowas in einem Podcast-Interview spreche. Das ist vollkommen okay. Ich finde das richtig schön, weil das ist es halt wirklich. Also das, was ich so, diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe, das ist nicht nur das, was im Außen passiert, sondern eben auch viel im Innen. Ja, und ich kann das 1:1 auch von mir widerspiegeln, weil wie du schön gesagt hast, wenn es außen leise wird, kommt ganz viel in uns hoch, wo wir uns vielleicht fragen, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg, was unseren Job angeht? Ist die Beziehung, die ich führe, die mich glücklich macht? Ganz, ganz vieles. Und ich glaube, dass wir ganz oft diese Stimmen betäuben mit, ich setze mich abends auf die Couch, mache den Fernseher an. Also gibt es ja verschiedene Sachen, was jetzt nicht bedeutet, ich sollte nie wieder Fernsehen gucken, aber einfach mal da zu gucken, kann ich diese Ruhe mit mir selber aushalten? Ja. Und das fand ich bei dir schön. Wir hatten ja auch öfter mal gesprochen, auch nach dem Seminar, weil es ja auch ums Thema Umfeld oft geht. Ja, sich ein neues Umfeld aufzubauen, was nicht bedeutet, dass das Alte jetzt schlecht ist oder wir die Leute nicht mehr mögen. Wie war das denn für dich? Also gerade so als, ich kann das aus zwei Perspektiven sagen. Einmal so aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsperspektive, weil ich da immer schon viel gemacht habe in die Richtung, aber jetzt nie ein Umfeld hatte, mit dem ich mich da so extrem austauschen konnte. Also ich hatte immer schon ein sehr witziges und positives Umfeld. Ich habe auch tolle Freunde gehabt und so. Aber es ist halt so, dass ich mich über diese Themen wenig austauschen konnte. Und dann auf einmal hatte ich Leute, die permanent darüber sprechen, wo du halt auch einfach weißt, dieses Unternehmer-Mindset, dieser Drive ist bei all diesen Leuten vorhanden. Alle Leute, die irgendwie auf solche Seminare gehen, mit denen ich jetzt sehr viel Zeit verbringe, die haben alle irgendwie Lust, was zu reißen im Leben. Ne? Ja. Und du siehst halt einfach auch Entwicklungen, die machen aktiv, arbeiten sie an sich und ihrer Persönlichkeit. Und dann aus der Perspektive der Unternehmerin einfach da auch zu sagen, ich habe jetzt keine klassische Unternehmerfamilie oder auch jetzt nicht im nahen Umfeld so ein richtiges Vorbild oder so gehabt und da einfach zu sagen, jetzt auf einmal bin ich in einem Umfeld, wo ganz, ganz viele so ihr eigenes Ding machen. Das ist für mich natürlich auch sehr, sehr wichtig gewesen. Und als Unternehmerin habe ich auch gemerkt, dass ich natürlich auch weniger Zeit habe für eben jetzt zum Beispiel einfach mal abends feiern zu gehen. Das mache ich halt nicht. Ne? Im Moment bin ich halt wirklich, wenn ich eine freie Minute habe, das liegt aber auch daran, dass ich gerade halt noch promoviere und noch die Vollzeitstelle mache. Ja. Aber generell, glaube ich, als Unternehmerin, wenn du dir was aufbaust, kannst du dir halt echt sicher sein, dass du abends vielleicht nicht mehr unbedingt feiern gehst und ständig und mittags ein Käffchen trinken und so, sondern du investierst die Zeit, die du hast, eben in deine Leidenschaft, in das, was du liebst, in das, was du aufziehen möchtest. Ja, und ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt diesen Satz von dir gerade vor 3 Jahren gehört hätte, hätte ich gedacht, oh Gott, das ist ja furchtbar, das macht ja gar keinen Spaß. Aber du hast ja voll schön dann noch gesagt, für das, was du liebst. Ja. Und dann ist dieser Verzicht in Anführungszeichen überhaupt kein Verzicht mehr, sondern du beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit dem, was deine Passion und deine Leidenschaft ist. Absolut. Und das ist, finde ich, auch mega, mega schön. Ja, und seitdem ich das so mit der Unternehmensgründung mache oder in dem Bereich Entrepreneurship unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ich lebe das erste Mal richtig. Ich kreiere was Eigenes und das ist sowieso meiner Meinung nach ein zutiefst menschliches Bedürfnis, was ganz, ganz Eigenes zu kreieren. Und vorher war ich vielleicht so das Lebemädchen. Ich habe sehr, sehr viel gemacht, war sehr viel auf Partys unterwegs, aber so richtig gelebt, dass mich das erfüllt hat, was ich mache, das ist tatsächlich erst, seitdem ich mein Unternehmen habe. Ja, schön. Findest du, dass es sich heutzutage unterscheidet bei Gründerinnen oder generell, wenn du ein Unternehmen aufbaust, ist der Erfolgsfaktor vielleicht nachher wirklich deine Persönlichkeit, in die du investierst? Oder was sind Erfolgsfaktoren, wenn Menschen starten? Also meine Studierenden kommen manchmal zu mir und sagen so, ja, Nathalie, was könnte ich denn machen? Ne? Ich möchte irgendwie was starten und was gründen. Und dann sage ich,
das habe ich auch, und sage ich oft in anderen Interviews, habe ich auch in meinem Podcast schon oft gesagt, sage ich mal, lern dich selbst kennen. Aber das kann ich auch immer nur wieder betonen. Lern erstmal dich selbst kennen. Geh erstmal die Reise zu dir selbst. Du wirst nie richtig ankommen. Ne? Also ich bin ja auch immer noch auf dem Weg zu mir selbst. Ich bin immer noch mitten im Prozess. Aber ich habe auf dieser Reise etwas gefunden, was mich wirklich erfüllt. Ne? Ich weiß, was ich tun möchte. Ich weiß mittlerweile, dass es so weit ist, dass es bei mir nicht mehr so richtig um mich selbst geht. Früher war das viel Gedanken, all das kreiste immer nur um mich. Und jetzt mittlerweile mache ich mir ganz viel auch Gedanken, was ist mit anderen Menschen? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich einen Mehrwert bieten? Das ist absolut ein Erfolgsfaktor. Und ich hätte noch einen ganz coolen Gedanken, muss ich überlegen. Ja, das ist so das, was ich da gerade so sagen kann. Wenn es mir gleich noch einfällt, sage ich es. Das war eigentlich ein cooler Gedanke, aber... Ja. Gerade zum Thema Persönlichkeit noch. Genau, Persönlichkeit, dass du eben tatsächlich erstmal so ein bisschen an dir selber, nicht nur ein bisschen, sondern an dir selber arbeitest, weil es werden eben auch im Unternehmertum viele Dinge auf dich zukommen. Da braucht es eine starke Persönlichkeit und deswegen viele, wenn du eben sagst, du haftest noch viel an Vergangenem und so, geh wirklich erstmal so diese Reise zu dir, geh in den Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwann auf deinem Weg wird etwas kommen, was du liebst, was du wirklich, wofür du morgens aus dem Bett springst. Ja, und würdest du gerade sagen, eben, also die Reise zu dir selber, wie mache ich denn das jetzt praktisch? Ganz praktisch, ja. Also wie ich schon gesagt habe, das ist nicht mal eben von heute auf morgen der Fall, dass du dann auf einmal sagst, hey, ich bin jetzt hier angekommen oder so, ist sowieso kein Ankommen. Ich habe mich natürlich ganz, ganz viel mit Menschen auseinandergesetzt. Das ist auch ein Erfolgsfaktor. Ganz, ganz viel mit Menschen auseinandergesetzt, die da sind, wo ich hin wollte. Mhm. Also viele Mentoren mir gesucht, mir Menschen wirklich angeschaut. Dann eben dieses Umfeld. Du kannst, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Umfeld, das kannst du dir auch nicht einfach irgendwie woher holen. Doch, kannst du. Es gibt so viele Seminare, Gruppen etc., wo du hingehen kannst. Einfach mal, schreibt der Mari, schreibt mir, ne, wenn ihr das jetzt seht, dann sage ich, ja, ich bin auch irgendwie auf dem Weg, aber ich habe dieses Umfeld nicht, kann mich nicht mit Menschen austauschen. Doch kannst du, dann schreib den Leuten, trau dich. Es ist halt wichtig, dass du diesen Schritt aus der Komfortzone auch einfach mal raustrittst. Ja. Wie finde ich denn einen Mentor? Wie findest du Mentor? Ja, also mit, im Prinzip über Instagram, ne? Wenn du Instagram, YouTube, es gibt so viele Menschen, die mittlerweile wirklich kostenfrei ihr Wissen zur Verfügung stellen. Also du musst ja nicht mal irgendwie für, weiß ich nicht, wie viel 1.000 Euro ein Seminar buchen, das kommt dann sowieso irgendwann, weil wenn du irgendwo dieses Mindset entwickelst, dann wirst du sowieso Möglichkeiten finden, auf solche Seminare zu gehen. Aber fürs Erste gibt es ja auch Einsteigerseminare zum Beispiel für kleines Geld und Podcasts gibt es ganz, ganz viel. Und Mentor heißt ja auch nicht, dass derjenige ständig mit dem im Austausch bist, damit meine ich ja jetzt nicht, du telefonierst jeden Tag mit ihm, sondern für mich ist ein Mentor auch jemand, den ich irgendwie von einem Podcast kenne oder aus einem Buch oder so. Ja, okay. Ja. Wo geht's denn mit Caps Keepers hin? Caps Keeper. Mit Caps Keeper, ja. Schmeiß da immer ein Essen noch hinten dran. Ist aber auch okay. Caps Keeper, genau. Wir haben ja jetzt die Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen und jetzt werden erstmal die ersten Kapseln bestellt. So läuft es auch vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer ganz interessant. So läuft das in der Regel, dass du erstmal so wie so ein Prototyp hast, eine Miniserie und dann guckst du halt mal, wie kommt es bei den Leuten an. Was wir jetzt machen, ist vor Weihnachten natürlich die Kapseln den Menschen zu verkaufen und dann halt gucken, wie reagieren die Menschen auch darauf. Dann gibt es die ersten, ich nenne das liebevoll Caps Holder, die sozusagen eine Kapsel haben und dass die dann auch mal ihr Erlebnis vielleicht teilen. Da soll es auf jeden Fall im nächsten Jahr dann auch wir machen im Moment Business to Customer, B2C, es soll auch B2B geben, also für Seminare, wo wirklich in Seminaren schon Letter to Your Future Self geschrieben werden, dass ich das übernehme für die Eventleiter. Genau, also es soll noch ganz groß werden und ganz, ganz viele Menschen erreichen. Bei mir ist jetzt gerade so die Entscheidung, wie geht es halt beruflich weiter, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, aber ich weiß, da wird es irgendwann eine Entscheidung geben und dann halt eben zu meiner Leidenschaft hin, ja, das auf jeden Fall. Also ich möchte noch mehr Zeit für Campskeeper, für die Startup-Schule aufbringen können. Ja. Baust du dir da auch ein Team auf oder machst du alles alleine?
Capskeeper mache ich aktuell noch, ja, stimmt gar nicht, nicht ganz alleine. Also ich bin im Moment tatsächlich noch auf der Suche, wie soll diese Konstellation aussehen. Also ich wünsche mir eine Gründungspartnerin oder einen Gründungspartner. Das gerade fügt sich das so alles, weil ich arbeite mit ganz tollen Designern zusammen, auch mit jemandem, der für mich Social Media macht und Facebook, Ads etc. Also all die Sachen, wo ich selber jetzt nicht kenne. Ja, ich kenne das. Genau, du kennst das ja ein bisschen, so diese Sachen, die ich selber nicht so gerne, beziehungsweise bin ich nicht so technikaffin, ne, will ich mal so behaupten. Genau das. Und deswegen fügt sich das gerade so. Und ja, aber so richtig, dass ich sage, hey, ich weil gerade als Gründerin und Gründer ist man tatsächlich oft auf sich alleine gestellt, ist so vor Situationen, wo du denkst, oh Gott, das schaffe ich nicht alleine. Und dann da jemanden zu haben, wo man sich mal anlehnen kann, irgendwie ein Gründungspartner, ist schon toll. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich austauschen kann. Ja, absolut. Ja. Um mal zu dem Thema Helden so ein bisschen zu schwenken, wer ist denn in deinem Leben ein Held? In meinem Leben, wer ist ein Held? Das sind erst einmal, um das allgemein auszudrücken, das sind all die Menschen, die etwas für andere Menschen tun, die irgendwann gemerkt haben, okay, es geht im Leben nicht nur um mich. Und die ihr Ego einfach mal runtergeschraubt haben, gelernt haben, die Ellbogen vielleicht auch mal einzufahren und gemerkt haben, dass das viel erfüllender ist, anderen Menschen was zu geben, als immer nur zu nehmen und an sich zu denken. Das mal ganz allgemein ausgedrückt. Dann sind Helden, wenn ich das jetzt mal ganz konkret sagen darf, klar, für mich meine Mentoren, wie zum Beispiel Tobias Beck, Christian Gärtner, ja, aber auch zum Beispiel eine Mari ist für mich auch ein ich bezahle sie nachher. Ist eine Heldin für mich, weil ihr habt es halt, genau, so Menschen wie ihr habt es halt verstanden, dass es einfach darum geht, einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen. Und ja, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, denke ich auch, dann wirst du zur Heldin, dann merkst du, dass das ist, was du dein Leben lang machen möchtest. Ja, ich glaube, da ist es auch total wichtig, mal in sich reinzufühlen. Erfüllt mich das, was ich gerade mache? Und wenn ich verschiedene Dinge ausprobiere, da auch mal reinzufühlen, ist es das vielleicht sogar schon. Weil ich glaube, ganz oft ist es schon total nah bei uns und wir lassen aber oft das Gefühl gar nicht zu, dass das jetzt total schön ist. Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Ja, gerade in Deutschland, wir sind ja sehr kognitiv unterwegs und denken sehr viel und fühlen sehr wenig. Ja. Und das ist vielleicht auch mal immer wieder ein Weg, wo man einfach mal innehält und mal kurz reinfühlt, wie fühlt sich eigentlich diese Situation jetzt gerade an. Absolut. Ja, wir sind sowieso so schnell unterwegs und wie du eben schon schön gesagt hast, wir hetzen dem nächsten Ziel nach, aber vergessen da eben manchmal einfach auch innezuhalten und zu gucken, auch wenn ihr, das hört sich immer so episch an, ich weiß ja jetzt nicht, ob die Leute schon mal was davon gehört haben, wie Mehrwert für andere schaffen, Leuten was geben. Wir sind jetzt natürlich hier alle schon in diesem Bereich tätig und wissen, was das heißt. Und wenn jetzt jemand, zum Beispiel ein Student draußen sitzt und sagt, ja, was meint ihr denn damit? Wie soll ich denn jetzt hier als Student jemandem helfen? Und zwar nicht nur durch ehrenamtliche Tätigkeit oder irgendwas, sondern durch das, durch meine Geschichte zum Beispiel, wie ich einen Weg gegangen bin von A nach B, anderen Menschen zu zeigen, wie ich von A nach B gekommen bin, dass du auch mal guckst, das muss ja jetzt nicht sein wie ein Tobias Beck, der das jetzt auf der Bühne macht für 1000 Leute, sondern du kannst es eben auch in einem kleineren Umfeld schon machen. Ja. Guck doch mal, da gibt es doch vielleicht Leute, von denen du siehst, die sind irgendwie nicht so gut gelaunt oder fragen dich auch manchmal, ja, wie hast du es geschafft, dass du so gut gelaunt bist oder so, dass du denen allein schon hilfst, irgendwie sagst, ja, ich denke so, das ist auch eine gute, nochmal ein Anknüpfungspunkt zu diesem erfolgreich sein. Erfolgreich sein mit Sicherheit, weil du selber aus deiner Geschichte gelernt hast, auf deinem Weg Erfahrungen gemacht hast, die du anderen Menschen weitergeben kannst. Und ja, das hat sicherlich jeder von uns. Jeder von uns hat irgendwas, wo er mal gesagt hat in der Vergangenheit, das habe ich überwunden und daraus habe ich gelernt und das anderen Menschen weiterzugeben. Ja, das finde ich auch total schön und ich glaube, dass wir da ganz oft unser Licht unter den Scheffel stellen, dass wir denken, wir haben gar nichts zu geben. Aber wir machen so viele unterschiedliche Erfahrungen ja im Leben, dass ja gar nicht jeder dieselben macht. Nee. Und ich weiß noch, dass, weil wir haben einen gemeinsamen Mentor mit dem Tobias Beck, der Tobi mal zu mir gesagt hat, weil ich gesagt habe, ja, wie soll ich denn helfen? Ich habe ja gar nichts zu geben. Oder mir hört ja keiner zu, weil das interessiert die Leute nicht, was ich zu erzählen habe. Und er gesagt hat, wie egoistisch bist du? Und ich erst mal gar nicht verstanden habe, was er meint. Und ich ihn dann gefragt habe, wie meinst du das? Und er dann gesagt hat, ja, du glaubst, wenn da
5 Leute zuhören und du sagst nur einen Satz, der einen Unterschied macht in dem Leben von einem anderen oder der sich auf einmal verstanden fühlt, dass das keinen Wert hat. Und da dachte ich so, krass, ich habe eine komplett falsche Einstellung dazu. Und da möchte ich einfach auch jeden ermutigen, die Geschichten von sich selber zu teilen. Weil es gibt Menschen da draußen, die hören das total gerne, sehen sie es nicht allein. Und ich glaube, das ist mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, andere damit zu ermutigen. Und da geht es nicht um dich. Und das ist wieder, was du sagst, ein Mehrwert für andere. Es geht nicht um uns. Ja. Voll schön gesagt, da kriege ich Gänsehaut. Ja, das war auch eine harte Erkenntnis. Also ja, Tobi redet mit uns so. Ja, also wenn ihr jemals so ein Seminar mitmacht, könnt ihr euch darauf einstellen. Ja. Aber auch nochmal da so den Druck rauszunehmen, es reden ja alle im Moment so von diesem großen Warum und du musst dein Warum finden und so, du musst erstmal gar nichts, weil es ist alles schon irgendwo in dir. Ne? Also vielleicht ist es auch gerade noch nicht an der Zeit, dass du sagst, ich habe jetzt eben was hier die Massen bewegt oder so, aber in einem irgendwas ist wirklich, das kann ja auch, sag ich mal jetzt, du hast schon irgendwie mal ein Projekt erfolgreich hochgezogen, dann ist das ja auch eine Art Geschichte. Das ist jetzt nicht, damit hast du kein Leben gerettet oder was, aber du hast schon mal ein Projekt erfolgreich gemeistert und da gibt es jemand anderen, der sagt, ich habe ein Projekt, in dem kannst du helfen. Ne? Ja. Also es gibt auch, oder durch dein Sein, aber du merkst, okay, ich bin irgendwie jemand, der macht anderen Menschen gute Laune, ich bringe immer Good Vibes irgendwie mit. Ne? Dann ist das auch eine Sache, mit dem du vielleicht schon deine Leute in der Uni oder so glücklich machen kannst. Ne? Also auch da dieses Warum. Jeder hat mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Warum, aber wenn du das jetzt gerade noch nicht hast, also es kommt und es gibt auch eben im kleinen Rahmen Dinge, die du bewegen kannst. Total schön. Ja, ich finde es auch wichtig, wie, was du sagst, den Druck rauszunehmen, weil es kommt eh, es entwickelt sich ja, es ist ja ein Prozess. Ja, alles, ja. Ich könnte Stunden mit dir sprechen. Oder hast Hunger? Ich habe auch Hunger. Du auch. Ich gebe es zu. Wir haben am Schluss noch ein paar Heldenfragen. Was ist denn Mut für dich? Mut ist für mich, rauszugehen für das, was ich liebe, für das, womit ich anderen Menschen helfen kann. Damit schließen wir den Kreis. Und da auch einfach mal die eigene Angst, die wir oft haben, einfach mal abzulegen, wahrzunehmen und aufzulösen, um eben für etwas Größeres, was vielleicht für eine Vision, die ich zum Beispiel auch mit Capskeeper habe, ne, für diese Vision, einfach aus der Komfortzone rauszugehen, diesen Schritt zu wagen, das ist Mut für mich. Sehr schön. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis bisher? Oder vielleicht wichtigste Erfahrung auch? Die wichtigste Erfahrung für mich, dass jeder Mensch ab einem gewissen Punkt Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen sollte. Ich denke, das tun wir vielleicht manchmal im Leben nicht und sehen uns zu sehr als Opfer des Lebens. Und ich bin da immer wieder traurig, wenn ich über die Straße laufe und Menschen sehe, wie sie morgens irgendwie zur Arbeit gehen und denke, oh mein Gott, jeder ist irgendwie so negativ. Und das ist schon so als so eine Grundeinstellung, das Leben macht etwas mit uns und wirft uns, ich warte nur auf das Nächste, was mir passiert. Und einfach rausgehen aus dieser passiven Rolle, ich bin ein Opfer in dieses, ich bin der Entrepreneur meines eigenen Lebens. Ich bin der Unternehmer meines eigenen Lebens. Ich habe es in der Hand. Ja. Das war so die wichtigste Erkenntnis. Perspektivwechsel auf viele Dinge. Ja. Alles, was mir passiert, das passiert aus einem Grund. Geht es da vielleicht auch darum, manchmal dann auch Entscheidungen zu treffen? Also gerade wenn du sagst, du siehst morgens, geht mir auch so. Und wenn ihr Bewusstes mal wahrnehmt, ist es ja entweder bei einem selber so oder man sieht ganz viele Leute, die morgens zur Arbeit gehen und einfach entweder gestresst sind oder wirklich, ich will schon sagen, fast heißt das apathisch? Apathisch, ja. Das ist halt ein Wort, ja. Lethargisch? Apathisch. Apathisch. Einfach keine Freude mehr spüren, sondern einfach in diesem Hamsterrad drin sind und gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie da eigentlich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Und was du schön gesagt hast, da für sich selber und sein Leben die Verantwortung zu übernehmen und dann auch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, und ich ändere jetzt mal was, was auch immer das dann in deinem Leben bedeutet, das muss jetzt nicht kündigen sein, das kann auch sich umgucken im Unternehmen, ob es was gibt, was besser zu mir passt oder. Ja, ja, und da mal die Verantwortung zu übernehmen, finde ich ganz, ganz wichtig und ist auch der erste Schritt. Ja, absolut. Entscheidungen treffen ab einem gewissen Punkt, weil immer nur darüber zu reden, ich muss sagen, ich hatte das so oft bei irgendwelchen Dingen, wo ich gesagt habe, das stört mich so und ich möchte das eigentlich nicht mehr so, ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Doch, im Prinzip einfach nur eine Entscheidung treffen und die Konsequenzen dieser Entscheidung, die erstmal vielleicht auch auszuhalten, weil es wird
wenn du das aus dem tiefsten Herzen heraus machst, auf deine innere Stimme hörst, dann kann es nur gut werden. Mhm. Ja. Und da ist aber auch das Umfeld sehr, sehr wichtig, ne, um eben Entscheidungen dann auch durchzuziehen. Ja, absolut. Ja. Letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du verändern in der Welt? Ich würde das Ego aller Menschen runterschrauben. Okay. Ja. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für mich, dass alle Menschen einfach das sind, wofür sie gemacht worden sind, und zwar Liebe, pure Liebe, Liebe. Das hört sich jetzt für viele vielleicht so ein bisschen esoterisch oder so an, aber ich denke, dass wir alle aus Liebe gemacht worden sind. Alles, was du siehst, guck dich um, all das ist eine Idee von irgendjemandem gewesen, das ist aufgrund von Liebe zu etwas passiert. Ja. Oh Gott, ist das schön. Ja. Oh Gott, danke schön. Hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt noch was, so was nach unserem spaßigen Anfang hier, dass da noch was so sehr Ernsthaftes hier rauskommt. Schön. Ja, das war jetzt echt ein super schönes Stimme. Ein super schönes Gespräch. Ja. Vielen lieben Dank, Nathalie, für deine Zeit. Ja, gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, bewertet uns gerne bei iTunes. Und ihr könnt natürlich auch mit der Nathalie in Kontakt treten. Wie können Sie das denn machen? Gerne über Instagram, also startup-schule, da findet ihr mich, da könnt ihr mich auf meinem Weg begleiten. Da nehme ich immer alles so mit meinen Stories ein bisschen auf, aber gerne auch über den Podcast, da gebe ich so alle Insights, alle Erfahrungen, die ich so mitgenommen habe in den letzten Jahren, nehme ich meistens als Podcast-Folge auf, habe da immer spannende Interviewgäste, Gründerinnen und Gründer, aber auch eben erfolgreiche Leute, Leute mit dem richtigen Mindset, und gerne auch E-Mail, also kannst du alles verlinken. Ja. Super. Machen wir alles unten in die Shownotes. Und vielen lieben Dank, wenn ihr jetzt noch dran seid und uns zuhört oder zuschaut. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Ja. Bis bald. Bye, bye.